Spinnst du eigentlich? Ja, ich spinn und dein Konopka, das ist ein Engel. Das ist genauso ein Weiberheld wie sein Bruder. Ihr habt doch gesehen, wie er den Arm um dich gelegt hat. Wir haben nur geredet. Ach so, reden nennt man das jetzt. Der Rosmarin. Weißt du, wer den gepflanzt hat? Nee. Robert und Miriam. Als Zeichen ihrer Liebe. Ach, echt? Eine immergrüne Pflanze als Zeichen ihrer immerwährenden Liebe. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich den beiden schenke. Mein Vater hat mir was geschenkt. Was denn? Ach, nichts. Nur so ein kleines, superstuckliges Restaurant mitten in Paris. Na, du machst Witze. Herr Sonnbichler? Lars? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Sehe ich denn diesem Lars wirklich so ähnlich? Sie kannten Lars? Nicht persönlich. Aber Mike meinte immer, wenn ich mal Probleme mit meinem Pass haben sollte, dann kann ich einfach den von Lars Hoffmann nutzen. Mike Dreschke kannten Sie auch? Ja. Wir waren Freunde. Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mark Kohlweier. Viktoria Tarasch. Alfons Sonnbichler. Und, diese Tanja? Wo finde ich die? Was wollen Sie von ihr? Ihr was geben. Von Mike. Und Sie wollen ihr das jetzt geben? Genau. Keine gute Idee, das geht auf gar keinen Fall. Ich sag dir, der Johann ist so ein sturer Bock und eifersüchtig wie... Wie ein zu kurz geratener Mexikaner. Jetzt kommt er doch tatsächlich zu diesem Einsteinsbrunch, um mich zu kontrollieren. Wo gibt's denn sowas? Dabei hat er doch überhaupt keine Veranlassung. Ich war doch dabei, wie du mit dem Küchenchef zusammengestanden hast. Ihr habt euch ganz harmlos unterhalten. Eben. Ach, der dumme Kerl der Männer. Möchtest du auch einen Kaffee? Ja, gern. Aber fesch ist er schon, unser Konopka Senior. Er ist irgendwie ganz anders als sein Bruder. Das stimmt, er ist irgendwie so selbstbewusst und agil. Und auch ein ganz kleines bisschen gefährlich. Findest du? Auf jeden Fall nicht so ein sturer Grantler wie mein Johann. Der versteht uns Frauen. Also wenn es den Alfons nicht gäbe, dann könnte er mir schon gefährlich werden. Was? Wirklich? Das ist doch ein gut aussehender Mann, findest du nicht? Ja, schon, aber Hildegard, ich weiß nicht. Sag mal, du glaubst ja wohl auch alles, was ich erzähle. Danke, Xaver. Der Mike hat einen Motorradunfall auf Hawaii gehabt. Letzte Woche erst. Der war noch so jung. Der hätte trotz seiner blöden Krankheit viel, viel älter werden können. Ja, er hat den Laster einfach zu spät gesehen. Ja. Die Hildegard sagt immer, wenn sich einer freiwillig auf so eine Maschine setzt, dann kann er ja nicht ganz gescheit sein. Weiß es die Tanja schon? Nein, und sie soll es vorerst auch nicht erfahren. Sie ist doch schwanger und Herr Dr. Bergmeister glaubt,
wenn Sie so eine Nachricht... Dass die Aufregung nicht gut wäre für Sie und das Baby. Herr Sonnenbichler, ich muss das versprechen. Wir dürfen gegenüber Tanja nichts von Mikes Tod sagen. Das arme Mädel, was die alles durchmachen muss. Na gut, aber in dem Fall ist es vielleicht wirklich besser. Sagen Sie mal, ist es nicht unglaublich, wie dieser Mark Kohlweier dem Lars ähnlich sieht? Ja, es war eine. Es war eine unheimliche Begegnung. Einen kleinen, ja. Also, mir hat's fast die Sprache verschlagen und das kommt selten vor. Wenn ich es nicht besser wüsste, ich hätte schwören können, Lars steht vor mir. Ja. Ich frage mich nur, was er hier will. Na, der ist doch nicht zufällig im Fürstenhof. Er hat irgendwas für Tanja von Mike. Er und Mike waren anscheinend gute Freunde. Ja, aber wenn er ihr das jetzt gibt, dann... Deswegen habe ich gerade mit Xaver telefoniert. Er ist allein in der Wohnung und fängt den Kohlweier ab. Sehr gut. Als Victoria gesagt hat, sie seien der Doppelgänger von Lars, da habe ich gedacht... Ja, man hat mir schon erzählt, ich sehe diesen Lars Hoffmann offenbar sehr ähnlich. Ja, ähnlich ist gut. Ja, Mark Kohlweier. Xaver Steindl ist ja abgefahren. Aha. Frau Tarasch hat mich hierher geschickt. Ich will die hier Tanja Lieberts geben. Die gehört Mike. Ja. Er hat sie mir gegeben. Ich soll sie seiner Tanja bringen. Stand ihm richtig gut, die Jacke mit seinem Motorrad. Mike und ich haben uns auf Hawaii kennengelernt. In einer Bar. Er hat dort als Barkeeper gejobbt, ich später auch. In den letzten 3 Monaten hat er bei mir gewohnt. Ach, waren Sie Freunde? Mhm. Schon. Fahren Sie auch Motorrad, oder? Ja. Darf ich? Ja. In der letzten Zeit waren wir oft unterwegs. Ach, was erzähle ich? Eigentlich mehr auf 2 Rädern als auf 2 Beinen. Ja, dann ging es ihm ja gut. Motorradfahren war alles für ihn. Auch wenn es ihm das Leben gekostet hat. Er würde es immer wieder so machen. Und was wollte Mike auf Hawaii? Surfen. Surfen. Was ist nun mit Frau Lieberts? Ach so, ja. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich gern die Jacke an mich nehmen. Ich will nicht, dass Tanja die hier sieht. Warum? Sie ist schwanger und wir wollen sie schonen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie reagiert, wenn sie die Jacke sieht. Also. Gut. Danke. Sagen Sie mal, dieser Lars Hoffmann, arbeitet er eigentlich noch im Fürstenhof? Nee, nicht mehr. Schade. Wäre ja mal ziemlich cool, wenn man sich so in die Augen schauen würde. Lars ist auch tot. Davon hat Mike gar nichts erzählt. Ja, er wusste es auch nicht. Also, Lars ist gestorben, als Mike schon weg war. Hat der Vergaser seine besten Tage hinter sich? Ach, was? Der muss noch mal richtig gereinigt werden und dann ist er wieder wie neu. Okay. Ich meine, du bist die Fachfrau. Guck mal. Sind die nicht toll? Oh. Eine wunderschöne, uralte Zylinderkopfdichtung. Du Banause. Ich habe 3 Nächte im Internet verbracht, um an diese Originalteile zu kommen. Ach, deshalb hast du nie Zeit für mich. Moment mal. Wer schafft es denn hier nie pünktlich, den Erzekittel auszuziehen, hä? Mea culpa. Mhm. Hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du mit diesen Ölstriemen hier wahnsinnig sexy aussiehst? Mhm. Aber wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen arbeiten. Okay.
Kein Problem, sag mir doch, wo ich meine Finger schmutzig machen kann. Sag mal, was weißt du eigentlich über Robert und Miriam? Ja, ich meine, wo haben sie sich kennengelernt? Oder warum hat es denn so lange gedauert, bis sie endlich ein Paar geworden sind? Brauchst du das für dein Hochzeitsgeschenk? Ja. Und jetzt raus mit den Fakten. Au. Ja, also ich glaube, da bin ich dir keine große Hilfe. Aber du musst doch irgendwas wissen. Also das mit dem Rosmarin habe ich dir ja schon erzählt. Ist das alles, was du mitbekommen hast? Vor deiner Praxis geschieht das Liebesdrama des Jahres, ja? Und unser Herr Doktor hat nur Augen für seine Patienten. Na, dann fragen wir eben die, die es am besten wissen müssen. Was? Robert und Miriam? Dann ist die Überraschung kaputt. Fingerspitzengefühl, Herr Doktor, wenn Sie verstehen. Ich vermisse den Fürstenhof jetzt schon. Ob ich in Paris auch einen Ort finde, das mich tröstet, wenn alles drunter und drüber geht? Ich habe hier unglaublich schöne Stunden erlebt. Mit Felix, Victoria, Tanja und natürlich mit Robert. Hey, ich habe gerade an dich gedacht. Ich hoffe nur Gutes. Natürlich nur das Beste. Komm, setzen wir uns. Und? Bist du schon nervös? Nervös? Du, ich glaube, ich werde nur noch über meine eigenen Füße stolpern und, ja. Du, ich würde sagen, das wissen wir spätestens übermorgen. Hm? Du, ich habe übrigens noch keine Trauzeugin. Ist das jetzt die offizielle Anfrage? Ja, machst du es bitte. Eigentlich wollte ich nach Paris fahren, aber... Miriam, es ist ein großer Tag. Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. Natürlich. Danke. Robert hat übrigens Leonie ausgewählt. Ich freue mich so für euch. Ihr habt es wirklich verdient. Danke. Und ich freue mich, dass du deinen Prinzen gefunden hast. Ja, wenn der sich nicht gerade wieder zum Frosch verwandelt. Wieso? Was ist? Fiona Marquardt behauptet, Simon wäre mit ihr fremdgegangen. Ganz ehrlich, ich würde überhaupt nichts drauf geben, was diese Frau sagt. Ich meine, die kann es einfach nicht ertragen, dass du mit Simon glücklich bist und sie nicht. Sie ist eine falsche Schlange. Ich weiß, du hattest mit Robert und auch mit Lars Pech. Ja, aber das sind alte Geschichten und jetzt ist es vorbei. Ich will einfach nur nicht nochmal verletzt werden. Natürlich nicht. Aber Simon ist nicht Lars. Lars war ein ausgemachter Halotri. Oh ja, das war er. Ja. Und weißt du was? Er stand heute mitten in der Lobby. Wer? Lars, beziehungsweise sein Doppelgänger. Mike hat ziemlich viel Pech gehabt in letzter Zeit. Er hat sein ganzes Vermögen verloren. Er hat auf sogenannte Junk-Bonds gesetzt. Junk-Bonds, haha. Bei den Dingern gibt's nur Tops oder Flops. Bei Mike war es leider letzteres. Dann war alles weg. Ja, dass er sich nie für die Börse interessiert. Das lag an der Frau, auf die er sich eingelassen hat. Sie hat die ganzen Geschäfte erst eingefädelt. Ach, der hat eine Freundin gehabt? Eine Affäre. Die am Ende ziemlich teuer für ihn war. Ja, das sieht ganz so aus. Mike hat erst viel zu spät kapiert, dass sie nur auf sein Geld aus war. Tja, ach, Mike war aber auch ein grundehrlicher Typ, echt. Und eine treue Seele, oder?
Er war eigentlich noch gar nicht bereit für eine echte Beziehung. Er hat noch viel zu sehr an seine Tanja gehangen. Seine Tanja, ja. Die Frau, die reden kann wie ein Buch und auf Tarotkarten schwört. Wenn du bei Tanja nicht aufpasst, dann liegen ganz schnell die Geheimnisse der nächsten 30 Jahre vor dir. Hat er immer gesagt. Tanja ist schon ein toller Mensch. Auch das hat er immer gesagt. Er hat es ziemlich bereut, dass es zwischen den beiden nicht geklappt hat. Sie müssen mir versprechen, wenn Tanja Ihnen hier über den Weg läuft, bitte kein Wort über Mike, ja? Schon klar. Ich glaube einfach, dass sie das umhauen würde, wenn sie das jetzt erfahren würde. Und also, Tanja ist so ziemlich der emotionalste Mensch, den ich kenne. Safran, habe ich gesagt, nicht die halbe Tüte. Weißt du nicht, was das kostet? Also mein Sohn hätte sie zur Strafe eine ganze Kiste Feldsalat putzen lassen. Da hörst du es. Jetzt will ich keine beleidigte Leberwurst sehen. Hm? Bitte. Was ist das? Interessanter Menüvorschlag? Nein, nicht ganz. Andres Kostenaufstellung für seinen Brunch. Was soll ich damit? Hm. Einen Blick drauf werfen, ob alles seine Richtigkeit hat. Ich soll Ihren Bruder kontrollieren. Kontrollieren, was für ein hässliches Wort. Sie sollen lediglich seine Angaben überprüfen. Na, das sage ich doch, aber das mache ich nicht. Versäumlich, ja? Ich als Ihr Chef erwarte, dass Sie mich in allen Belangen tatkräftig unterstützen. Leider steht in meinem Arbeitsvertrag nichts von der Bespitzelung von Herrn Konopka. Tja, soweit ist es schon gekommen. Die Küche meutert gegen die Chefetage. Da hat André in kürzester Zeit ja ganze Arbeit geleistet. Also ich fand die Idee mit dem Einstand Ihres Bruders ausgesprochen gut. Sowas sollten wir öfter machen. Also, wenn der Fürstenhof demnächst jedem Zimmermädchen den Einstand finanziert, ich glaube, dann sind wir bald pleite. Ja, der Küchenchef ist ja schließlich kein Zimmermädchen. Diese Geste Ihres Bruders hat uns hier alle sehr motiviert. Ja, und wie man gerade gesehen hat. Trotzdem sehe ich es nicht ein, dass ich Ihren Bruder überprüfen soll. Diese Liste liegt heute Abend in meinem Büro. Überprüft. Auf Wiedersehen. Ach, noch etwas. Ich verbitte mir in Zukunft Ihre Kommentare über meine Anordnungen. Ich lass mir doch den Mund nicht verbieten. Ja, wunderbar. Schön, dass wir uns einig sind. Dann wird Ihre Tagung hier bei uns im Fürstenhof stattfinden. Herzlichen Dank. Danke auch. Ja, und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann rufen Sie einfach an. Ich bin rund um die Uhr für Sie da. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, fertig geschleimt? Ich weiß ja nicht, wie du deinen Job verstehst, aber zu meinem gehört ein gewisses Maß an Höflichkeit dazu. Wieso erzählst du, Victoria, dass wir vor kurzem miteinander geschlafen haben? Mit der Wahrheit liegt man nie falsch. Jetzt hör mal zu. Wenn du mir das mit Victoria kaputt machst, dann schwöre ich dir, gehen die Lichter für dich ja ganz schnell aus. No, 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 no. Wie soll ich denn wissen, dass ihr zwei Geheimnisse voneinander habt? Uton Simon Konopka. Wer seinem Partner etwas verschweigt, hat keinen verdient. Ja, das war in Australien, nachdem du mich wochenlang belogen hast. Ach ja, und jetzt, wo es um dich geht, stellst du die Spielregeln neu auf, oder wie? Gott, Mama, das ist ewig her. Mach doch nicht so eine große Nummer draus. Ich könnte mir vorstellen, dass Victoria Tarasch an Einzelheiten interessiert ist. Ich warne dich, wenn du das tust, dann... Wieso? Sie muss doch wissen, was sie in Zukunft erwartet. Musik. Super. Kann ich dich kurz stören? Ja, klar. Setz dich doch. Jetzt ist es bald soweit. Ja, übermorgen. Das geht jetzt echt schnell. Ich möchte dir für... Eigentlich euch. Ich möchte euch alles Glück der Welt wünschen. Und dass deine Träume in Paris wahr werden. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Felix, ich
Kommst du auch? Ich wollte schon längst fragen, aber ich... Aber du wusstest nicht, wie. Ja, du kennst mich echt gut. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und Samir ist natürlich auch eingeladen. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles, alles Gute. Aber ich hätte nicht fragen sollen, das war blöd von mir. Nein, das war es nicht. Unsinn. Du machst das Richtige. Das gibt's doch einfach nicht. Alfons, ist alles in Ordnung? Nein, Herr Direktor. Hier ist gerade vor kurzem noch ein junger Mann gestanden. Das war der Lars Hoffmann. Also, habe ich gedacht. Es ist natürlich Unsinn. Das ist mir auch klar, das weiß ich. Alfons, ist doch keine Schande, in unserem Alter eine Brille zu tragen. Nein, der Frau Tarasch ist es genauso gegangen. Ach, Sie glauben, Sie haben einen Doppelgänger gesehen? Allerdings. Ja, sowas gibt es ja. Aber weswegen ich hier bin, Alfons, Ihre Frau hat sich heute leider mir gegenüber... Was ist mit der Hildegard? Hat Ihre Frau Ihnen gegenüber in den letzten Tagen meinen Bruder erwähnt? Erwähnt ist gut. Sie schwärmt in den höchsten Tönen von ihm. Wenn wir nicht schon so lang verheiratet wären, dann würde ich langsam unruhig werden. Ja, habe ich mir doch gedacht. Kaum ist der Kerl im Hause, zieht er das ganze Personal auf seine Seite. Die Damenwelt vielleicht. Also ich werde sicher nicht in Hildegards Loblied mit einstimmen. Das ist einer, der einen kühlen Kopf bewahrt. Naja, aber meine Frau kommt bestimmt auch bald wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, hoffen wir es. Herr Direktor, ein unzufriedener Gast und ruckzuck ist es in der Küche vorbei mit der Harmonie. Die Hildegard wird ihren Überschwang sicher bald ablegen. Also da, wenn nicht, dann schaue ich selber mal anrichten. Ein Mann, ein Wort. Alfons, das gefällt mir. Also, was sagst du? Hm? Ja oder ja? Du siehst toll aus. Hm. Was sagst du denn? Warum nicht gleich so? Ich überlege noch die ganze Zeit, ob mit oder ohne. Mit oder ohne. Sag mal. Wo hast du Miriam eigentlich den Antrag gemacht? Wahrscheinlich besser mit. Wieso, was hat das mit meinem Outfit zu tun? Na, ohne den müsstest du dich jetzt nicht mit lästigen Stilfragen rumschlagen. Ja, auch wieder wahr. Ach, ich wollte einfach noch mal nach deinem Kopf sehen, weißt du? Der gute Arzt guckt immer zweimal. Ich wäre aber schon noch mal zu dir in die Praxis gekommen. Ja, aber jetzt, wo ich schon mal da bin? Ja, klar, setz dich. So. Ja, dann darf ich... Mhm. Tut da noch was weh? Nein. Also nur, wenn ich ruckartige Bewegungen mache, aber sonst nicht. Okay, ja. Alles in Ordnung. Also bis auf deine kleine Gehirnerschütterung. Ja. Danke. Das ist echt lieb, dass du gekommen bist. Vielleicht könntest du mir im Gegenzug ja verraten, wie Robert das mit dem Heiratsantrag gemacht hat. Falls ich meine Inspiration brauche. Im Ernst? Ja. Ja, klar. Also, es gab ein Riesenfeuerwerk. Und es hat natürlich geregnet. Robert ist aber trotzdem auf die Knie gefallen. Und es gab auch ein Herz in dem Feuerwerk. Es war so schön. Und beim Feuerwerk hat es in Strömen geregnet. Es hat sowieso einiges nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber zum Glück hat uns unser Lied erlöst. Also, mich erlöst. Your Song. Wie schön. Ja. Aber da war sowieso schon irgendwie alles klar. Jetzt will ich es aber ganz genau wissen. Wo hast du Miriam zum ersten Mal getroffen? Im Wald. Ich habe meine übliche Runde gedreht beim Joggen. Ich war ausreiten. Im Wald. Und plötzlich joggt mir dieser unverschämte Typ für die Füße. Welcher Idiot reitet mich hier eigentlich fast über den Haufen? Dreh mich um und will natürlich gleich lospoltern und sehe plötzlich Miriam in die Augen und mich haut's fast um. Und wie er da stand mit seinen ollen Joggingklamotten und seinen verwuschelten Haaren, ich fand ihn so süß. Aber geküsst habt ihr euch erst viel später. Ja, aber Gregor, wenn ich dir das auch noch erklären muss. Das kriege ich gerade noch alleine hin. Sag mal,
Was ist denn der Grund für dieses Quiz? Du, ich find's einfach toll, wie ihr das trotz aller Widerstände geschafft habt. Ja. Warum willst du das eigentlich alles wissen? Ach, alte Preisinger-Krankheit. Wusstest du nicht, unsere Neugier ist gefürchtet? Nee, wusste ich nicht. Wahrscheinlich hast du irgendeinen Exklusivvertrag mit einem Tratschblatt in der Tasche. Liebe auf Umwegen. Klingt doch gut, oder? Hallo, kommt nicht in Frage. Also raus mit der Sprache. Schon vergessen, ich bin deine Trauzeugin. Psst. Warum der Johann heute so spät kommt? Ich weiß auch nicht, weil er sich rumtreibt. Mit seinem Hexenschuss sollte er das Bett hüten. Hm. Ich habe ihm bei der letzten Massage auch gesagt, dass er sich mehr schonen muss. Wenn der mal auf uns hören würde. Meinst du, er ist immer noch sauer, weil du beim Brunch von André Konopka warst? Hm. Ja, eigentlich könnte dir das ja schmeicheln. Schmeicheln? Mhm. Der hat sich aufgeführt wie ein brünftiger Hirsch. Ja, weil er dich nicht verlieren will. Mag ja sein, dass er das aus Liebe tut. Aber er findet einfach nicht das richtige Maß. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Manchmal geht's halt mit ihm durch. Das kennst du doch schon. Ja, und das ist ja nicht nur bei mir so. Als du mit Felix zusammengekommen bist, da hat er auch völlig überreagiert. Ja, weil er sich Sorgen gemacht hat. Er wollte euch jeglichen Kontakt verbieten. Anstatt sich zu überlegen, ob es eine Lösung gibt, wie jeder andere das tun würde. Mama, er hat sich aber ganz schnell wieder eingekriegt. Mhm. Johann ist halt manchmal ein alter Brummbär, der immer mit dem Kopf durch die Wand fällt. Abend. Hallo Johann. Wenn du was essen willst, hier. Wo warst du? Spazieren, wenn's recht ist. Komm, setz dich. Nee. Ich gehe jetzt ins Bett. Was habe ich dir gesagt? Ein alter Dickschädel. Komm, trink doch ein Glas Wein mit uns. So? Du sagst doch immer, ich soll mich schonen. Und genau das tue ich jetzt. Also, wenn du weiterhin den Eifersüchtigen spielen willst, dann kannst du heute Nacht auf dem Sofa schlafen. Ja, und das werde ich auch machen. Zwei. Du bist das. Hast du einen Geist gesehen oder warum guckst du so? Schön, dass du da bist. Schicke Lederjacke. Ist die aus Berlin? Nee, die gehört Mike. Oh. Mike und Tanja. Komm, gib her. Tanja darf die Jacke und das Foto auf keinen Fall finden. Ja, dann müssen wir die Sachen verstecken. Wo? In der Wäschetruhe. Ja, meinst du nicht, dass Tanja da reinguckt? Nein, nie. Da ist nur mein Bettzeug drin. Hat Leonie mir ihren Segen für mein Hochzeitsoutfit gegeben. Ich habe nichts anderes erwartet. Hoffentlich hat sie richtig hingeschaut. Sie war mit ihren Gedanken sonst wo. Vielleicht tüftelt sie gerade ihre erste Flugroute aus. Nein, eher nicht. Sie hat mich die ganze Zeit ausgequetscht. Wo wir uns das erste Mal geküsst haben, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Sie auch? Was heißt hier denn sie auch? Wer noch? Gregor. Ich wusste es, die beiden hacken irgendwas aus. Hat sie dich auch gefragt, wo du mir den Heiratsantrag gemacht hast? Ja, bis ins kleinste Detail. Sie wollte fast alles wissen. Gregor auch. Angeblich, um sich Tipps zu holen, falls es mal bei ihm soweit ist. Was?
Die beiden planen so eine Art Hochzeitsquiz. Wetten? Was hatte Miriam für eine Bluse an, als du sie das erste Mal geküsst hast? Ja, welche was? Ehrlich gesagt habe ich mich nicht so auf die Bluse konzentriert. Also ich finde so ein Quiz ganz lustig. Ja, du und unsere Gäste. Hey, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Heute war ein Mann im Fürstenhof, der sah genauso aus wie Lars. Wer sagt das? Victoria. Was? Wie kommt sie denn da? Was? Wie Lars? Egal. Also, Was hast du? Ich habe mich verrenkt. Ach so, du hast dich verrenkt. Ja, komm, dann lass dich mal massieren. Komm. Vorsichtig! Da. Alles okay? Ja. Entschuldigung. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Aber nein, ich bin nicht der Geist von Lars Hoffmann. Die Augenfarbe, die Statur, selbst die Stimme, es stimmt einfach alles. Nur die Haare sind anders. Ja, tut mir leid, kann ich nicht ändern. Ja, Sie wurden wahrscheinlich schon öfters darauf angesprochen. Dieser Lars Hoffmann scheint eine Menge Freunde gehabt zu haben. Ja, mich eingeschlossen. Es ist verrückt. Sie sehen ihm wirklich sehr ähnlich. Schönen Tag noch. Entschuldigen Sie, Sie sind auch nicht mit Lars verwandt, oder? Also ich weiß, dass er keinen Bruder hatte, aber vielleicht ein entfernter Cousin oder so? Definitiv nicht. Mein Name ist Mark Kohlweier. Ich bin meinem Doppelgänger nie begegnet. Robert Saalfeld. Ich bin der Chefkoch des Hauses. Ich zieh bald weg. Lars war ein sehr guter Freund von mir. Wahnsinn. Let's get it started here. It's not so easy. It's so complicated. All the things you gotta be. Everything's changing. Ich hatte keine Ahnung, dass du so schön singen kannst. Quatsch. Danke, dass du mir gleich einen Termin gegeben hast. Kein Thema. Was ist passiert? Ich habe mir irgendwie so eine Zerrung geholt. Oh. Dann zieh dir doch mal dein Oberteil aus und setz dich hier auf die Liege. Okay. Ja, also ich habe so eine ruckartige Bewegung gemacht. Und naja, das ist irgendwie so eine Art Hexenschuss oder so. Mhm. Dann schauen wir mal. Du musst sagen, wenn es weh tut, ja? Mhm. Ja. Hier? Mhm. Ja, das ist gut. Sag mal, Samir, hast du mal über eine professionelle Gesangskarriere nachgedacht? Was? Das ist doch nur mein Hobby. Würdest du vielleicht auf unserer Hochzeitsparty singen? Wie jetzt? Ich? Ja. Ich würde mich so freuen und Robert ganz sicher auch. Ist doch viel besser als Musik aus der Konserve. Hast du einen besonderen Wunsch? Kennst du Your Song von Elton John? Ja. Aber... Bitte. Aber nur mit Felix am Klavier. Na, dann können wir das vergessen. Er hat mir gestern gesagt, dass er nicht kommt. So, hat er das? Mhm. Lass mich das mal machen. Ja, meine Kindheit habe ich auf Kuba verbracht. Von außen betrachtet war alles ganz schön. Fast immer Sonne, das Meer vor der Haustür, jeden Tag Kicken am Strand. Aber ich hatte keine besonders schöne Kindheit. Was kam nach Kuba? Paris. Mein Vater hat dort einen Posten als Chefarzt angeboten bekommen. Den wollte er nicht ablehnen. Paris? Kuba? Das hat nicht jeder auf seiner Vita.
Ja, mit 18 bin ich dann nach Rom gegangen. Hab dort eine Ausbildung gemacht. Ja. Aber da wurde es ihm bald zu eng, richtig? Richtig. Dann kam Tokio, ein paar andere Stationen und dann Hawaii. Als Barkeeper findet man eigentlich überall einen Job. Ja, geht uns Köchen ähnlich. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nochmal damit nerve, aber Sie sind sicher, dass Sie keinen Hoffmann in der Familie haben? Ja, hundertprozentig. Meine Familie ist sehr überschaubar, nur meine Eltern und ich. Auch kein Großonkel oder Tante oder sowas? Auch das nicht. Woran ist dieser Lars Hoffmann eigentlich gestorben? Lars wurde vergiftet. Vergiftet? Ich dachte, hier sei die Welt noch in Ordnung. Naja. Man sieht sich. Bleiben Sie noch länger? Ein paar Tage. Ich habe hier was zu erledigen. Schönen Tag noch. Ist Robert nicht misstrauisch geworden, als du ihn so ausgefragt hast? Nein, überhaupt nicht. Er hat nämlich gedacht, ich wollte seine Geschichte als Exklusivstory verkaufen. Und Miriam denkt jetzt, ich brauche eine Anleitung, um dich zu küssen. Brauchst du ja auch. Bitte? Halt, stopp! Wir sind hier, um einen Job zu erledigen, ja? Sag doch mal, bitte, ob das die Stelle ist, wo Robert und Miriam sich getroffen haben zum ersten Mal? Also das hier ist auf jeden Fall seine Joggingstrecke. Ja, und sie kreuzt hier mit dem Reitweg. Also sind wir richtig. Eine wirklich schöne Stelle fürs erste Treffen, oder? Ganz nett, ja. Mhm. Aber nichts gegen unser Platz auf der Terrasse. Wo wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Der ist unübertroffen. Du Romantiker. Dazu stehe ich. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, wie glücklich ich mit dir bin? Nein, heute noch nicht. Simon, wenn irgendwas an Fionas Behauptung dran ist, dann möchte ich bitte, dass du so ehrlich bist und mir das sagst. Okay? Ich habe mit ihr geschlafen. Es tut mir leid. Es ist einfach so passiert. Warum passiert euch Männern das immer einfach so? Habt ihr euch so wenig im Griff? Es hat aber nichts mit Gefühlen zu tun. Es war wirklich nur Sex. Ach so, ja dann. Das beruhigt mich ungemein. Hör zu. Als ich dich getroffen habe, da wusste ich sofort, dass die Sache mit Fiona vorbei ist. Bis auf eine kleine Abschiedsnummer, oder was? Wann war das überhaupt? Bei einem Picknick, als du mich versetzt hast. Ach so, und als kleines Trostpflaster. Ich gebe das zu, ich bin ein Riesenvollidiot. Ja, ja. Was bist du? Es tut mir leid. Ich hätte mich da niemals drauf einlassen dürfen. Wie soll es jetzt weitergehen?
Ich wollte doch nur, dass du die Wahrheit weißt. Damit hast du dir reichlich Zeit gelassen. Ich hatte Angst, dich zu verlieren. Die hab ich noch. Du hast mir wehgetan. Aber glaub mir, das mache ich nie wieder. Du hast mir von Lars erzählt und wie sehr er dich verletzt hat. Bitte, Victoria, du musst mir das glauben. Ich bin nicht so, so bin ich nicht wirklich. Bitte, du musst mir vertrauen. Du, meinem Rücken geht's wieder besser. Schön für dich. Ich glaube, die Nacht auf dem Sofa, die hat mir gut getan. Ich kann jetzt wieder arbeiten. Na, dann ist ja alles bestens. Ja, ich glaube, bei der Sache mit dem Konopka, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Samir hat mir den Kopf gewaschen. Ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben. Schwamm drüber, hm? Bist du fertig? Ich habe dir was mitgebracht. Großartig. Du glaubst doch nicht, dass wegen ein bisschen Grünzeug alles wieder in Ordnung ist. Ja, aber ich habe mich doch entschuldigt. Du hast bei Konopka nicht nur ein wenig übertrieben, du hast dich total daneben benommen. Ja, was soll ich denn sonst machen, als mich entschuldigen? Vielleicht könntest du deinen Kopf einschalten, bevor du dich so aufführst. Denk mal drüber nach. Ihre Tochter hat Magenkrämpfe. Okay, haben Sie Ihre Temperatur gemessen? Gut. Nein, sie kann sich vielleicht eine Infektion eingefangen haben oder sowas. Ich werde mir das ansehen. Ich komme einfach vorbei. Ja, ich glaube, Burgstraße 4. Ja, alles klar, gut, bis gleich, tschüss. Ja? Morgen. Sind Sie Gregor Bergmeister? Nein, ich bin nicht Lars Hoffmann. Auch nicht sein Bruder oder sonstiger Verwandter. Ich habe nichts mit dem Kerl zu tun. Ja. Guten Morgen. Mark Kohlweier. Ich war ein Freund von Mike. Dreschke. Von Mike. Ja, ich habe schon mitbekommen. Es tut mir sehr leid, was da auf Hawaii passiert ist. Waren Sie bei dem Unfall dabei? Es ging alles sehr, sehr schnell. Wir haben Mike alle sehr gemocht. Was kann ich jetzt für Sie tun, Herr Kohlmeier? Wenn es geht, würde ich das ganz gerne im Sitzen mit Ihnen besprechen. Ja, ich wollte eigentlich gerade zu einem Hausbesuch. Aber gut, wenn Sie extra wegen Mike hergekommen sind. Ein paar Minuten habe ich natürlich, bitteschön. Die Ähnlichkeit mit Lars ist wirklich frappierend. So was habe ich noch nie gesehen. Meinst du nicht, dass es solche Doppelgänger einfach gibt? Doch, doch, ja. Sowas gibt's schon, aber er sieht wirklich aus wie sein eineiiger Zwilling. Jetzt werde ich schon neugierig. Nur wenn man mit ihm spricht, dann merkt man, Lars ist es nicht. Also hat er doch eine andere Stimme. Nein, 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 überhaupt nicht. Wie soll ich sagen? Lars war so eine Art Traumtänzer, ein Lebenskünstler. Ja, das habe ich immer sehr gerne an ihm gemacht. Wenn es hier nicht geklappt hat, dann klappt es eben irgendwo anders. Ja, und dieser Lars Kohlmeier, Weier? Mark Kohlweier. Oh, Entschuldigung. Der ist
zielstrebig. Ganz nach dem Motto, Platz da, hier komme ich. Das klingt nicht gerade sympathisch. Na, er ist ganz nett, aber anders. So, wir haben es geschafft. Wir haben alle eingeladen. Oh. Eigentlich könnten wir jetzt feiern. Feiern? Ja. Hallo, ihr zwei. Hi. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Aha, ein Geschenk. Und jetzt? Noch vor der Hochzeitsfeier? Ja, ihr sollt doch wissen, dass ihr alles richtig gemacht habt. Es wird eine Zeitreise zu den Stationen eurer Liebe. Aha. Mike hat sein komplettes Vermögen verloren. Ja. Als er gemerkt hat, dass er einer Betrügerin aufgesessen ist, war es schon zu spät. Seltsam. Ich habe Mike nie für einen besonders leichtsinnigen Menschen gehalten. Die Dame war äußerst gerissen. Und sehr attraktiv. Und dann hat er den Job als Barkeeper angenommen. Hawaii ist sehr teuer. Das Geld hat vorne und hinten nicht gereicht. Also bin ich eingesprungen. Was meinen Sie damit? Haben Sie ihm Geld geliehen? Richtig. Und was kann ich jetzt für Sie tun? Naja, Mike hat mir erzählt, dass er den Kauf ihrer Praxis finanziert hat. Worauf wollen Sie hinaus? Mike hat Woche für Woche eine ordentliche Stange Geld gebraucht. Allein die Medikamente. Irgendwann wurde mir die ganze Sache dann zu heiß. Da hat Mike ein Dokument aufgesetzt. Kommen Sie zum Punkt. Ja. Diese Praxis hier, Ihre Praxis. Sie gehört jetzt mir. Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte. Durch Unaufmerksamkeit wahrscheinlich. Nimmt sie ihr Privatleben zu sehr in Anspruch. Was machst du mit der Jacke? Jetzt mach doch nicht so ein Fass auf wegen dieser blöden Jacke. Mann, Tanja weiß nicht, dass Mike tot ist, aber die kommt jeden Moment hier rein. Wo muss diese CD abgespielt werden, damit ein Feuerwerk der Gefühle entsteht? Was meinst du damit? Robert, folge mir, aber unauffällig. Aha. Wenn wir beide uns nicht einig werden, verkaufe ich einen erstbesten Arzt, der sich hier in der Gegend niederlassen kann. Aber Sie können mich hier nicht einfach rauswerfen. Schönen Tag noch.